Und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge sind wir hier oben auf dem Observatorium ausgekommen und haben unsere Flügel erhalten. Und nun müssen wir zur Halle der Götter gelangen. Leider musste ich zwischendurch aus dem Spiel raus und weiß jetzt überhaupt nicht, wie man jetzt schwingt. Ich weiß, ich musste A drücken, aber ich weiß nicht, was ich da machen muss. Das könnte jetzt etwas problematisch ausgehen, aber wir... Was wackelt denn da unten? Ist das ein Gegner? Aber wir probieren es trotzdem. Okay. Ich wollte jetzt mal eben gucken, ob das vielleicht irgendwas... Nein. Okay, also die Tasten kann ich nicht drücken. Ich hoffe, es war zweimal A drücken. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Dann sind wir jetzt gleich Fritte. Wir probieren es einfach mal. Nein. Okay. Es ist B. Naja, ist ja nicht so viel Unterschied, ne? Das ist übrigens ein Baum, den ich hier gesehen habe. Okay. Tal des ewigen Frühlings. Wir sind jetzt überhaupt nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Aber, naja, das passiert halt eben, wenn man zwischendurch mal schließen muss. Und mal, also Spiel schließen muss. Und mal was anderes machen muss. Ja. Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber das werden wir auch noch hinkriegen. So, Moment. 300 Immortal Credits wurden dein Konto gut geschrieben. Warum? ich habe keine Ahnung, warum. Aber finde ich schön. Vielen Dank. Nee, da oben, da ist eine Riesenlücke. Moment. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie hoch. Ich befürchte aber, dass das viel zu weit ist. Kernherausforderung abgeschlossen. Aha. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gerade doch gar nichts gemacht, aber okay. Ja, komm hoch. Weiter, weiter, weiter. Mach hinne. Mach hinne. So. Gut. Also, eigentlich wären wir irgendwo hier oben aufgekommen, ne? Wenn man es denn richtig machen würde, beziehungsweise direkt gewusst hätte, was man machen muss. A drücken, also springen und dann B gedrückt halten. Damit kann man gleiten, okay. Schau mal eben, ja, das ist gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe, weil ich hier irgendwas einsammeln kann. Olympische Feige. Habe ich gerade irgendwie ein Schwein hier gehört? Das wäre nicht gut. Weil die Schweine mag ich nicht hier. Hier scheint aber... Doch, hier ist noch was. Okay. Ich weiß... Oh, da hinten ist auch noch mal was. Hä? War das jetzt genau... Achso, alle drei hat er jetzt gesammelt. Okay. War das jetzt genau an der Stelle, wo ich gerade schon mal eingesammelt habe? Oder bin ich blind und habe das übersehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau. Und ich höre trotzdem da oben Schwein. Naja. Was ist das denn? Rote Hirsche. Aber die sind wahrscheinlich böse, nehme ich mal an, ne? Da stehen Leute rum. Okay. Die weichen, glaube ich, den Hirschen im Moment mal ein bisschen aus. Wahrscheinlich haben die mich gleich eh auf dem Kieker, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will denen jetzt auch nichts antun. Die sehen so schön aus. Nur weil die rot sind, wirken die halt doch sehr bedrohlich. Deswegen... So, das sammeln wir mal alles ein. Wir wissen übrigens immer noch nicht, was wir damit eigentlich machen können. Weil, ja, ich kann nichts kombinieren oder so. Das ist halt ziemlich nervig. Oh, hier ist auch wieder was zum Einsammeln. Das ist ja schön. Da hinten ist noch ein Dungeon, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Epi hat mir übrigens gesagt, ich soll, wenn ich irgendwo Dungeons habe, diese Herausforderungen in den Dungeons machen, weil ich da tolle Sachen bekomme. Das war ein böser Bär, oder? Ja, wahrscheinlich. Wenn hier schon Steine liegen, um den Platz zu machen. Ist hier mal eine coole Statue hier. Dann gehe ich mal davon aus, dass das ein böser Bär ist. Wir müssen da oben hin, ne, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal darüber.
halt dich fest, so. Da ist auch wieder ein Bär, das finde ich nicht gut. Muss ich da, aber da oben muss ich sowieso hin. Ah, das ist ganz cool. Oh. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich gesehen, Penner. Tschö. So, wir müssen eh in die Richtung. Ich will auch gar nicht wissen, ob der schwer ist oder nicht. Aber das Problem ist, jetzt kann ich da hochklettern. Das sieht mir doch sehr, sehr steil aus. Oder muss ich da hinten hoch und dann rechts weiter hoch? Ich probiere es mal. Aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Aber gut, dieses eine haben wir auch geschafft. Also, Halle der Götter. So, gehen wir mal von hier aus. Das müssten wir ja eigentlich schaffen. Da müssten wir das aber da oben auch schaffen. Also hier können wir ja... Ah, obwohl doch, das ist doch ein ganzes Stück mehr. Ja doch, aber die Ausdauer... Oh, mein Controller nervt mich nur die ganze Zeit, weil er hier so am Vibrieren ist. Oh. Die Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern, hält mich auf. Oh. Oh, oh. Ich kann den aber eigentlich umgehen, oder? Aber ich meine, ich würde schon gerne mal... Kann ich hier speichern? Ich kann mal eben schnell speichern, oder? Weil ich hatte jetzt hier nichts, dass ich jetzt hier bleiben kann. Also ich würde den gerne mal angreifen. Dreh dich mal um. Ach, ich bin unsichtbar so. Okay. Lalalalala. Och komm. Jetzt lauf nicht da hinten hin. Ich meine, ich kann den umgehen. Definitiv. Ich kann da einfach hinten hochgehen. Aber ich würde ihn gerne mal angreifen. Ich will mal wissen, wie schwer der ist. Kommt der nochmal nach hier? Oder ist die anderen da gerade am Besiegen hier? Genau. Besieg du. Ach, da ist eine Truhe. Ah. Ja, ich habe vergessen, diesen Blick zu machen. Genau. Besieg du die anderen mal. In der Zeit schleiche ich mal ein bisschen näher. Genau, mach den platt und jetzt komm nochmal zurück. Och, was macht er denn? Wer soll den platt machen, der Idiot? Krieg ich den gar nicht platt oder was? Doch, jetzt. So, und jetzt komm nochmal zurück, Großer. Genau. Braver Goliath. Ich will nämlich wissen, was der Schleichangriff bei ihm ausmacht. Weil ich befürchte, sonst kriege ich den nicht so gut hin. So. Boah, scheiße. Na, du sollst ausweichen. Ist jetzt ausgewichen? Nee, ne? Oh, fuck. Boah. Okay. Boah. Leck mich. Boah. Der hat's wirklich in sich gehabt. Also da, ja. Sammeln wir natürlich alles. Kann ich mich mit denen heilen eventuell? Goldbärensteine, genau. Das waren die Dinger, die man in unter den Bäumen findet, wenn die so glitzern unten drunter. Wow, das war jetzt aber taktisch gar nicht mal so doof von mir, dass ich gewartet habe. Weil so hat er nämlich die anderen beiden auch kaputt gemacht. Die musste ich dann nicht mehr kaputt machen. So. Dann schauen wir mal. Wie kommen wir denn da am besten rein? Hier oben war noch was, ne? So. Also rein ist gut. Ich muss erstmal da hoch, um überhaupt da hinzukommen. Die Halle der Götter, klar. Die muss natürlich irgendwo ganz oben liegen, wo man nicht einfach so rankommt. Hinten ist auch noch was zum Einsammeln. Na komm. Hast du es jetzt? Ja komm, jetzt kannst du loslassen. Hallo. Geh doch
doch mal da runter. So, wie kriegen wir das am besten hin? Von hier unten könnte das schon ziemlich schwer werden. Das hört sich ja schon mal gut an hier unten. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwo mal was Falsches drücken oder so, weil das ist doch sehr, sehr... Boah, so langsam kriege ich... So langsam kriege ich echt Bedenken, weil man hier nichts hat, wo man mal... Na, da kommt auch noch ein bisschen höher. Ja, gehst du auch hoch. Komm. Ah, hier kann man auch noch mal. Sehr schön. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die machen, aber egal. Dann gehen wir mal hier hoch. Meistens oder sehr oft ist es ja so, dass die besten Wege irgendwo mit so Sachen zum Einsammeln markieren. Ah, Moment. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wollen wir jetzt hier drauf gehen? Ah, perfekt. Dann sind wir ja komplett oben, ne? Ja, super. Was bist du denn für einer? Du erinnerst mich irgendwie so ein bisschen an Dorothy. Ah, hier ist zum Beispiel, das kann ich euch jetzt schön zeigen. Hier ist zum Beispiel so ein Baum. Der macht übrigens Schaden, wenn er einen auf den Kopf fällt. Und da ist dann auch so ein Goldbernstein drunter. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell gemacht, muss ich zugeben. Aber der war auch unten, hier sieht man das, der war unten am Leuchten. Ich glaube, ich habe das sogar mal in der Folge davor gezeigt. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich meine, ja. Boah. So, gibt es denn hier irgendwas Besonderes so? Ne, ich sehe jetzt nichts. Der Anblick der großen Halle verschlug Phoenix den Atem. Das ist unglaublich. Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken. Also, sind wir hier sicher? Weißt du noch, was ich Typhon gestohlen habe? Es war ein kleines Stück seines Auges, damit dieser Ort vor seinen fürchterlichen Blicken verborgen bleibt. Gern geschehen. Du sagtest, das wäre die Halle der Götter. Nun, wo sind sie dann alle? Ich fange mal ganz von vorne an. Mit der Hand auf Phoenix' Schulter erzählte Hermes die Geschichte von Typhon, dem Göttervernichter. Typhon, Sohn der Gaia, war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Und wie er das wurde. Und unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Wenn ich nur immer noch so gut in Form wäre. Viele Jahrtausende saß Typhon dort fest, bis Helios sich verfinsterte und brennende Sterne vom Himmel fielen. Die Sterne schmolzen Typhons Ketten und in einer Explosion aus Feuer und Rauch barst Typhon aus dem Berg hervor. Die Götter hatten ihm Unrecht angetan. Nie wieder, schwor er. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden büßen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Zerstöre den Vorhang, der dieses heilige Land von der Unterwelt trennt. Lass Tartaros unter den Göttern wandeln. Zertrampelt, vertilgt und zermalmt die falschen Götter zu Staub. Kommt, Olympia! Schwingt eure Waffen und stellt euch mir! Ihr habt meine Macht unterschätzt und euch in eurem Hochmut gesonnt. Beugt euch meiner unerreichten Vollkommenheit! Manche Götter flohen, manche blieben und kämpften.
Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich. In einem letzten, verzweifelten Versuch, ihr Land zu retten, riefen die Götter die alten Helden. Die letzten Krieger, in deren Venen noch ein Mindestmaß an göttlichem Blut zu finden war. Schwach und selbstverliebt. Eure Helden werden nur noch ein Schatten ihrer selbst sein und mir bis in alle Ewigkeit dienen. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien, kam ich. Also ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, den alten Glanz wiederherzustellen und die Welt vor dem Chaos zu bewahren. Wir haben nur noch dich, Phoenix. Aber keinen Druck. Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon? Ah, vergiss es. Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wiedervereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Ach, das klingt gar nicht so leicht. Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Gut, hör mal, ich bin nicht perfekt, ja? Ich meine, ich war's, der Pandora zur Erde gebracht hat, um Zeus willen. Aber vielleicht, nur vielleicht, bist du die rechte Heldin zur rechten Zeit. Und ehrlich gesagt, bist du auch die Einzige, die noch da ist. Alle anderen wurden schon besiegt. Ja, viel das Glück. Macht ja Mut. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich alles vorbereiten. Dann, danke. Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön. Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden. Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst. Also bin ich nicht ganz sicher. Und was heißt das jetzt? Das wirst du schon sehen. Phoenix, denk nach. Was würde mein Bruder tun? Ligyron würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen. Wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Wem mache ich was vor? Das ist zu viel für mich. Ah! Moment. Was haben wir... Kann ich mir eine neue Frisur schneidern lassen? Was haben wir denn jetzt hier alles Schönes? Moment, da müssen wir doch direkt mal schauen. Da ist wieder dieser wunderbare Duft. Ambrosia ist Leben. Du willst besser geschützt sein? Dann komm her und trink es. Und dann lass dich fallen. Einmal hat Athena die komplette Kylix ausgetrunken und die gesamte griechische Flotte zerstört. Kurz nachdem sie sich mit ihr verbündet hatte. Das war episch. Entschuldige, man muss wohl dabei gewesen sein. Viele meiner Verwandten waren dabei. Und starben. Ich hab Athena gesagt, sie soll das lassen. Aber hat sie gehört? Nein. Okay, das heißt, ich habe wahrscheinlich genug Ambrosia gesammelt, oder? Ach so, okay. Ich brauche 6 Stück, dann kann ich das benutzen, ja? Verbessern. Um ein Gesundheitsfeld, damit du mir Schaden aushalten kannst. Also, das heißt, ich kann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück zusätzlich machen jetzt, ja? Und brauche jedes Mal 6 Ambrosia, okay. Die tut so, als ob das ihre Ausdauer verbessert hat, aber es war die Gesundheit. Naja, gut. Ich sehe jetzt den Balken natürlich nicht. Ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber okay. Was ist das? Oh! Ist das Hephaistos-Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu.
Die Schmiede schien sie auf geheimnisvolle Weise anzuziehen. Das Adamant, das sie gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Okay. Jetzt wird's interessant. Ah, hier kann ich die Sachen verbessern. Oh. Okay, also, schauen wir mal. Ich brauche 80 von denen und 500 von den blauen. Wollt ihr mich verarschen? Um mehr Schaden mit der Axt zu machen. Mehr Verteidigung. Boah. Nee, die wollen mich wirklich verarschen. Mehr Verteidigung, da brauche ich ja wahnsinnig viel für. Für den Bogen brauche ich dann auch nochmal 580. Also könnte ich theoretisch den Bogen und die Axt machen. Schwert, ja, ganz ehrlich, das Schwert benutze ich selten. Würde ich auch machen, aber benutze ich selten. Ah, und der braucht diese goldenen. Dann könnte ich 8 Pfeile. Okay, Moment. Dann würde ich sagen, verbessern wir erstmal die Axt. Die hat auf jeden Fall Priorität. Ach so, was ist denn hiermit? Kann ich 2 Tränke mehr machen? Ja gut, da habe ich jetzt eh nicht genug für. Dann verbessern wir den Bogen. Da ich das jetzt eh nicht mehr verbessern könnte. Und den Bogen brauchen wir hin und wieder ja mal. Und wir verbessern die Pfeile. Okay. Ich muss dann aber ganz ehrlich sagen, dass man echt verdammt wenig verbessern kann im Laufe der Zeit. Oh, Kernherausforderung. Hey, wieso hat die jetzt nur die Pfeile gezeigt? Alles andere habe ich auch verbessert. Na toll. Was ist das hier? Verwende gesammelte zu... Ah! Schicker Kessel! Phoenix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte sie sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Okay, also den Bernstein, den wir unter anderem unter den Bäumen finden, der ist irgendwie dazu da, um was zu verbessern. Moment, da brauche ich 6 Blüten. Für verbessert 90 Sekunden lang die Verteidigung. Ja gut, da liege ich jetzt nicht so Priorität drauf. Füllt 3 Gesundheitsfelder auf. Das sind diese Beeren. Hier, das ist ein Angriffstrank. Da brauche ich 6 von denen. Okay, die haben alle was anderes, womit ich was herstellen kann. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, maximal machen wir das. 90 Sekunden. Erstmal Ausdauerfelder. Sammeln können wir ja immer noch. Dann machen wir die Ausdauertränke. Haben wir sogar noch voll dann. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt nur hierfür brauchen. Ah ja, gut, einen können wir dann nicht machen, aber okay. Ja, doch nicht so gut, wa? Okay. Was ist das hier? Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Oh, wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise... Oh. Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Blut aus einer Blutlache? komme zu Hermes Heldenprüfung. In Hermes Heldenprüfung voran, um explosive Belohnung zu erhalten. Das möchte ich jetzt aber mal angucken hier. Jagdwirbel. Ich fand schon immer, dass viel zu viel Wirbel um Atalante gemacht wird. Es ist höchste Zeit, dass es mal klar, dass es mal ein Jäger mit ihr aufnimmt. Also nicht ich, klar. Aber vielleicht findet sich ja jemand anderes. Okay. Kann ich denn alle einfach annehmen? Oder... Grabräuber, kannst du es als Meister, die mit mir aufnehmen?
Mal sehen, was du dir Schönes aus den Truhen in den Gewölben des Taratos holen kannst. Falls du Schuhe findest, die nicht zusammenpassen, krieg ich die aber. Ja, das heißt jetzt was? Ich muss jetzt einfach nur einem Grab quasi leer machen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja? Und da muss ich irgendwas jagen, oder wie? Speise der Götter? Versuch bei der Arbeit, die du verrichtest, nicht zu sterben. Oder was ihr Sterblichen sonst so tut. Vielleicht brauchst du etwas zu essen und es gibt nichts Gesünderes als Ambrosia. Ja, verstehe jetzt aber nicht. Was muss ich da machen? Muss ich da Ambrosia sammeln oder... Die Herausforderung des großen Erfinders. Diadalos Geist schlief nie, als er die Goldinsel erbaute. Er schuf Herausforderungen, die selbst uns Götter verwirren sollten. Wie könnte jemand Sterbliches wie du hoffen, sie zu bestehen? Ich meine, du hast schon was drauf, aber echt, komm schon. Na gut, also da muss ich anscheinend 8 Herausforderungen machen. Das ist natürlich nicht wenig, weil die sollen ja doch schon ziemlich schlimm sein. Ätherprüfung. In den Felsspalten der Klippen sammelt sich jede Menge Feuchtigkeit. Manchmal wachsen dort riesige Pilze, die Ausdauer verleihen. Zumindest hoffe ich, dass die Pilze, dass das Pilze sind und nicht etwa Dung. Okay. Haben wir noch 14 Stunden. Jagdsaison. Die göttliche Jagdagentur erklärt hiermit die Jagdsaison auf gehörnte Kreaturen veröffnet. Versuche, deinen Soll zu erfüllen. Niemand will ständig das gleiche essen, nicht wahr? Also probiere doch mal das Rezept des Tages aus, um die Zutaten zu übergeben. Bringe sie hierher. Okay, und wöchentlich? Ausdauer regeneriert sich ständig. Ja. Ach so, schließe das Gewölbe ab? Schließe das Gewölbe unter einer Minute ab? Ja gut, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also würde ich höchstens 90 kriegen. Ich mache mal erstmal die Jagdsaison. Kann ich dann die wöchentliche? Anscheinend hat er die schon markiert. Dann mache ich noch Grabräuber. Anscheinend kann ich die alle nehmen. Akzeptieren. Ach so, Moment. Verfolgen. Okay, also akzeptieren kann ich sie anscheinend alle. Aber wie es aussieht, kann ich wohl nur einer davon verfolgen. Das ist natürlich doof. Finde die überwucherte Herstellungszutat. Ach so, hier steht, jage Wildschweine, jage Minotauren. Oh, ist nicht gerade mein Lieblings... Sammle Nektar. Okay, das wäre natürlich am einfachsten. Das könnte ich dann schon mal machen. Findet überwucherne Herstellungszutat. Ja gut, da müsste ich dann überhaupt wissen, was es ist. Besiege Tiere. Ja, das hört sich doch... Ich weiß jetzt nicht... Sind wahrscheinlich alle mit gemeint, ne? Plündere optionale Truhen aus den, in den Gewölben des Tartaros. Ach so, das wird aber anerkannt, wenn ich das schon gemacht habe. Ja, das ist doch wunderbar. Kehre zur Halle der Götter zurück. Ja, abschließen. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das schon mal ab. Wunderbar. Akzeptieren. So, zähme Reittierrassen. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Dann wäre das wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir das erstmal verfolgen. Und die Herausforderung können wir ja im Prinzip auch beginnen. Du wirst an den Ort der Gewölbe... Ach so, nee, das will ich jetzt nicht. Nee, nee, dann nicht. Rezept des Tages, Jagdsaison. Würde ich sagen, Rezept des Tages, damit wir das nebenbei... Ach so, wir können da nur wirklich nur eins machen. Das ist ja doof. Dann nehme ich erstmal die Tierrassen. Okay, von mir aus, dann nehmen wir das. So. Guck mal hier nochmal schnell nach. Mit einem Püppchen, okay. Ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Ha, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Na, das sagt der Blick aber was anderes. Okay, also hier kann man sich anscheinend dann nochmal komplett umgestalten, aber es sind immer noch die gleichen... das sind die Stimmen. Es sind immer noch die gleichen Sachen drin, die man vorher auch machen konnte. Deswegen gehe ich mal hier zurück. So, die zwei Sachen hatten wir noch nicht. Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Ah. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist.
Wer ist Argo? Ganz genau. Ich weiß ja noch nicht mal, wer Typhon ist, weil der sagt mir gar nichts von der griechischen Sage her. So, Moment. Fähigkeiten, göttliche Kräfte. Ah, da kann man dann... Aha. Da kann man dann andere Sachen mitmachen. Was haben wir denn hier? Doppelsprung. Luft ausweichen. Kostet 5. Ist aber bestimmt auch nicht schlecht. Schleichangriff. Ein Schwungangriff, der... Moment. Nee, den habe ich doch freigeschaltet, oder? Moment. Den habe ich doch freigeschaltet. Und da könnte ich jetzt theoretisch andere Kombos machen. Okay. Aber hier oben die Sachen bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder generell, ob ich die nicht mit der Zeit jetzt hier alle freischalte. Schneller Angriff. Da müsste ich X und RB machen. Schneller Angriff, der 35 Schaden anrichtet und bei einem Treffer 45% eines Ausdauerfelds auffüllt. Oh, das wäre natürlich cool. Mit dem Ausdauerfeld. Axt ausweichen. Klettersprung. Springe in eine beliebige Richtung, um dich schneller zu bewegen. Verbraucht weniger Ausdauer als Klettern. Das wäre auf jeden Fall gut. Wobei Gleitschub auch sehr gut wäre. Ja gut, das mit dem Schwimmen... Moment. Verbraucht weniger Ausdauer als Schwimmen. Ja, das hatte ich gehofft. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hebebe... Sammeln automatisch alle Zutaten einen kleinen Umkreis auf. Das Pferd sammelt Zutaten in der Umgebung außerdem automatisch ein. Das wäre natürlich auch geil, weil wir wollen uns nämlich jetzt auch noch ein Pferd holen. Also, ich denke mal, dass der Gleitschub nicht schlecht wäre. Dann würde ich schneller gleiten und verbrauche mit der Zeit weniger Ausdauer. Den würde ich mir mal holen. In der Luft X halten. Also es... Achso, X halten. Ja doch, habe ich ja eben auch gemacht. Nee, ich habe B gehalten, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe eben B gehalten. Das mit dem Springen fände ich auch nicht schlecht. Das habe ich doch, naja. Weiche in der Luft gegnerischen Angriffen aus. Die Macht kann nur einmal genutzt werden. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich denke, dass das auch nicht schlecht sein wird. Was war das gerade mit dem... Der 220 Schaden anrichtet und 300 Betäubung verursacht. Ach so, beim Sprinten aber nur. Naja, gut. Mit der Zeit werden wir uns das ja alles leisten können. Das wäre jetzt nicht das Problem. Erlaubt es dir, bis zu 5-mal hintereinander auszuweichen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das reizt mich ein bisschen mehr hier. Weil wir ja doch öfter mal klettern müssen. Einfach nur A drücken. Okay. Das habe ich jetzt frei. Das mit dem Schwimmen wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Ich mache mal das mit dem Schwimmen. Falls wir da hinten nochmal rumgehen. Und dann, da ich eh jetzt die 2 frei habe, mache ich das noch. So, jetzt bin ich natürlich so blöd. Ich könnte hier wahrscheinlich auch noch was reinsetzen. Ah, ich hab's gewusst. Zorn des Ares. Ach so, den habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Oder? Moment. Nee, den kann ich erwerben. Das mit dem Pfeil habe ich. Ein gewaltiger Hammer schlägt zu Boden. Oh, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Und ein Spurt nach vorne. Na gut, da muss ich da auf jeden Fall nochmal gucken. Also 6, die kosten wahrscheinlich alle 6 hier. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Telekinese? Mit Fähigkeiten und göttlichen Kräften verschaffst du deinen Kampf und bei der Erkundung der Welt einen Vorteil. Okay.
Handelbank des Zeus. Sammle Blitze des Zeus. Ach ja, das haben wir ja schon. Um Phoenix maximale Ausdauer. Und hier trainierst du? Zu erhöhen. Oh Götter, nein. Was für eine Zeitverschwendung. Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Okay. Ich habe 4 Blitze. 3 brauche ich. Nee. Achso, ich brauche 4 und ich habe nur 3. Oh. Och Mann. Na gut. Was machst du denn hier für komische Verrenkungen? Okay. Das ist schon wieder rot da hinten, aber ich glaube, das ist standardmäßig rot. Dann würde ich einfach mal... Sag Bescheid, wenn du gerne irgendwas kaufen willst. Ja, ja, kein Thema. Da hinten blitzt es. Dann würde ich einfach mal sagen, dass es jetzt doch schon sehr, sehr lange geworden ist mit dieser Episode, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben ja jetzt auch verschiedene Sachen noch, die wir jetzt machen können. Ich muss meine Umgebung hier auch ein bisschen erkundschaften. Das darf ich auch nicht... Ach, da muss ich wieder zurück, sehe ich gerade. Nee. Oder? Finde die überwucherte Herstellungszutat. Nee, das ist neben dem Dungeon. Okay. Ja gut, da muss ich da auf jeden Fall hin. Das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Ich werde dann gucken, dass ich mir hier die Umgebung mal ein wenig angucke. Und das ist ein Bild von einem... Egal. Hier haben wir jetzt auch noch eine Quest mit Aphrodite und einige andere Sachen. Ich muss mir das mal alles in Ruhe angucken. Das sind die ganzen Götter hier, diese Runden, nehme ich mal an. Das ist die Ares-Statue, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier wirklich mal erst einen kleinen Cut. Das wird mir hier gerade etwas zu viel. Ich erkunde ein wenig die Gegend, wenn ich nochmal herausfinden sollte, mit welcher Taste das war, mit diesem Weitblick. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.